So, ich glaube, wir werden uns erstmal lieber zurückziehen, eventuell hier nochmal ein paar Einheiten rekrutieren. Gucken, ob er nachkommt, aber nur ein Stücke. Ah, jetzt holt er sich hier die Festung, greift hier an. War klar. Ah, besiegt die Armee des Folgenden. Arshaon, der ewig Auserwählte, wurde gesichtet. Er führt ein Heer unermesslicher Macht an. Stellt euch ihm nicht unvorbereitet dem Kampf gegenüber. So, ich habe das Gefühl, das wird hier noch Einheiten angreifen. Das kann doch nur in die Hose gehen. ...85%ige Chance auf ein negatives Ereignis. Und wir haben eine Chance von 50-50. Ach, was soll's, wir versuchen es einfach mal. Was haben wir zu verlieren? Oh, Erfolg, wunderbar. Aladin Furchenbrau, unser Titan, konnte die Armee von Arshaon, der ewigen Auserwählte, von Chaoskriegern aufhalten und ist in einem Stück entkommen. Hast du gut gemacht, Titan, hast du gut gemacht. Wenigstens einer, der hier seine seinen Job ein bisschen drauf hat, nicht wie unser Runenschmied. Der hat doch gleich ein Level abbekommen. So. Was haben wir denn hier schön, das tödliche Ansturm. So, nehmen wir hier unten mit. So, und weiter geht's hier. Einmal runter. So, und da sind wir auch schon. Wo kommt denn jetzt die Armee hier bitte her? Unsere Armeekosten werden demnächst momentan ziemlich hoch. Okay, pass auf, warte mal. Wir haben hier unten noch ein paar Armeen zur Verfügung. Du gehst hier bitte hin, hältst ein bisschen die öffentliche Ordnung. Ansatzweise zumindest. Das, was geht. So, mein Freund Thorgrim wird erstmal, wird er nördlich in die Schlacht ziehen. Er wird, schicken wir ihn gegen Norden. Das Chaos irgendwie erstmal aufhalten. So, du, mein Freund, kommst hier hinten mit hin. Auch für dich geht, du wirst in den, nicht auch, sondern du wirst in den Westen ziehen. Schnellstmöglich. Genauso wie du, mein Freund. Auch du wirst westlich an die Grenzen ziehen. So, mal gucken. Sprintet nicht, eventuell können wir mit Sprinten Glück haben. Warte mal. Ich weiß hier unten echt nicht. Hier müssen wir auf jeden Fall weg, das ist Fakt. Gehen wir mal ein Stück hier hin, mal gucken. Eventuell können wir ja gleich noch ein bisschen was rekrutieren. Können wir nicht. Puh. Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie jetzt so, Reparatur. Gabras. Das ist die Hauptstadt. Minigol. Hier ist der Hafen. Hier können wir leider, momentan ist das Gebäude noch nicht so weit, dass wir auch nochmal Tore bauen könnten. Auch hier belassen wir es bei den Toren, denn wenn die Orks von hier unten irgendwo spawnen können, etc. pp. Wäre schon besser, erstmal dabei zu belassen. So, wie sieht's aus hier mit euch? 4 Goldschleudern habt ihr schon. Eine Menge Fernkämpfer auch. Gehen wir erstmal hier noch ein paar Einheiten verstärken. Du kannst da noch nichts weitermachen. Allerdings. Ne, wieso können wir hier nicht weiter angreifen?
Wir müssen hier der öffentlichen Ordnung ein bisschen vorsorgen. Dum, 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 dum. So, die haben wir jetzt alle bewegt, meiner Meinung nach. Wir haben nur 6 Runden, bis da irgendwie was passiert. Um das Einkommen ein bisschen zu erhöhen. Was können wir denn hier noch Schickes bauen? Eins, zwei, dann hätten wir hier dreimal für die öffentliche Ordnung. Das wäre Valaias Leid. Gehen wir hier noch ein bisschen fürs Wachstum aus. Und ich würde auch fast sagen, das war es dann schon für diese Runde wieder. Fähigkeitenpunkt eben noch zuweisen. Wegelagerer Aktion angreifen. Zusätzliche Verluste verursacht. Ziel fremde Armeen. Bevölkerung in mutigen öffentliche Ordnung minus 1. Haben die Chaos-Dings nicht mehr. Belagerungszeit, Rekrutierungskosten. Ich würde sagen, da gehen wir doch mal hier auf 5% zusätzliche Verluste. Können wir gehen auf bis zu 30%. Ja, ist doch gar nicht mal so verkehrt. Bin gespannt, was das Chaos da unten vorhat und ob wir es schaffen werden, die Linien zu halten. Ich muss jetzt, wie gesagt, auf jeden Fall schnellstmöglich erstmal in die Richtung. Und mal gucken, eventuell, ob wir mit dem... Da ist er, der große Dämon. Das Zensch. Krieg beitreten. Gegen Tempelhof. Verbessert sich uns gegenüber. Würde ich ungern machen. Das kann ich mir die jetzt nicht angucken. Los. Gib mal mir hier einen Tooltip, bitte. Das sind Zwerge. Im Endeffekt müsste ich dem zustimmen. Verbündete so. Krieg gegen die Vagar, gegen die Björnlinger, Tempelhof, Skellinger, Vampirfürsten und Chaoskrieger. Es ging ganz schön viel Krieg, um ehrlich zu sein. Verschlechtert sich. Krieg beitreten. Brechen, 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 brechen. Krieg erklären. Wenn ich jetzt hier überall Krieg führe, kann ich nicht. Nee, es geht noch nicht. Es tut mir leid, mein Zwergenfreund. Es tut mir leid, aber ich werde jetzt erstmal hier eine andere Linie holen. Diplomatie? Na, hast du doch schon, oder? Ach nee, das sind ja die Grenzgrafen. Militär im Zugang. Ja, okay, machen wir. Du bist ja eh unser Handelspartner. Von daher, warum nicht? Ich bin gespannt, was die beiden Chaos-Truppen da unten im West von unserem Teil anstellen werden. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, komm, ist klar, dass du es gewonnen hast. Die werden jetzt ordentlich Chaos stiften wollen. Wieder nur 2 verloren. So, auch das wird er gewinnen. Entscheidende Niederlage ist klar. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt über die Wasserstraßen kommen. Ja, okay, das, was uns gerade geklaut wurde. So, und wir müssen aufpassen, diese komischen Portale hier verbreiten Korruption. So. Shit, die haben natürlich die Gebäude kaputt gemacht, die uns hier was bringen in der Region. Verdammt. Fuck, okay. Ganz locker bleiben, ganz locker bleiben. So, mein Freund, for the wisdom of the layer. Du marschierst einmal bitte dahin.
Jetzt haben wir hier den Feind schon wieder mitten im Herzen in unserem Reich. Das ist so zum Kotzen. Time for a reckoning. So, das bringt hier wesentlich mehr. Oh, du kommst da nach unten. Vielleicht können wir mit ihm auch in die Region und da irgendwas anstellen bzw. aufhalten. So. Olle Thorgrim kommt hier nach oben. Du bleibst da bzw. kannst dich hier auch hier in die Festung gesellen. Nanu? Wieso können wir denn... Achso, weil er sich bewegt hat. Ja gut, ist klar. Moment mal, warum geht hier die öffentliche Ordnung so weit runter? Da müssen wir doch gleich mal was gegen machen. Einmal so. Zweite Mal so, die öffentliche Ordnung um 10 pushen. Und wir brauchen noch 5 Runden zum Erforschen. Und demnächst sollten wir... Moment, was haben wir denn hier? Besiegt die Armee des folgenden Kommandanten. Und die beiden Dings wieder da belegen. Städte, die wir gerade verloren haben. Sollten wir theoretisch schaffen. Zumindest die beiden Sachen hier, die Städte gleich wiederholen. Einmal schauen. Da haben wir volle öffentliche Ordnung. Können wir also gechillt hier irgendwas anderes nehmen. Der Armbrustentor. Ja, die Gebäude sind auch alle schon auf der Maximalstufe, würde ich fast sagen. Nehmen wir hier, um Handelseinkommen irgendwie ein bisschen zu verbessern. Wobei, wir können ja auch das Tor nehmen, 1500. Silberstraße. Nehmen wir hier auch nochmal ein Tor. Machen wir einfach mal. Weil mir fällt hier, um ehrlich zu sein, gerade nicht wirklich viel mehr ein, was wir machen können. Wir brauchen kein Wachstum. Die öffentliche Ordnung ist auf 100. Und ansonsten, warte mal. Ja, könnten wir das hier eventuell machen, um die Korruption ein bisschen zu stoppen. So, aber dafür ist es zu spät. Müssen wir dann nächste Runde schauen. So, im Düsterwerk hier, wie sieht's aus bei dir? Bescheiden. Träge Kampagnensichtfeld um 5% erhöht, ist cool. Einkommen aus allen Gebäuden. Auragröße. Nehmen wir lieber den trägen Charakter hier. Rekrutieren. Setzen den hier rein. Und mit der Armee hier. Wollen wir da mal gucken. Wieso kann ich ihn da nicht... Mach das mal so. Und Attacke hier. Und bitte besetzen. Kostet auch noch was. Anzahl der Soldaten, die sich hier niederlassen werden. 480. Kolonisieren. So. Mal gucken. Rekrutieren können wir hier nicht gerade. Unsere Einheiten sind angeschlagen, dadurch, dass hier ein Teil von das Gebiet kolonisieren muss. Was sie hier machen, frage ich mich jetzt. Manfred von Karstein. Manfred. Wahrscheinlich die Vampirfürsten, genau. Dum-dum-dum-dum. Gucken wir da mal. Vampirfürsten, wo seid ihr? Intrigant. Schmiedet ständig Pläne, die Freundschaften zerstören und Loyalität in Frage stellen sollen. Zieht es vor, nicht verteidigtes Land anzugreifen, wann immer sich die Gelegenheit dazu ergibt. Das ist schön, also sollte ich da oben tatsächlich erstmal meine Armeen verstärken. Nicht Angriffspakt, wir versuchen es einfach niedrig. Abgelehnt. Dann am Arsch, mein Freund, dann am Arsch. Muss ich halt gucken, dass ich jetzt hier noch die Armeen etwas ausbaue. Beziehungsweise hier kann ich ja nicht viel ausbauen. Ich muss erstmal das Gebäude hier erhöhen. Ach, wunderbar, hier drüben ist sogar das zweite Gebäude dazu. Zerstörte Zwergenfeste.
Nebensiedlungen können nur Gebäude bis Rang 3 bauen. Ja. Wieso ist es dann kaputt? Kann ich es nicht reparieren? Das sieht nicht so aus. Hm. Na, Moment, da war da was, oder? Nö, doch nicht. Okay, verschaut. Es tut mir leid. So. Was ist mit dir? Wir sollten doch jemanden... Sollten wir da jemanden hinschicken? Wir haben kein Geld mehr groß zum Rekrutieren. Mal kurz hier durchgehen. Ach, Aladin war da oben, den brauchten wir ja nicht mehr. Mit denen könnten wir theoretisch nochmal was machen. Das nicht hier. Aufgaben. Genau, Dorgrim braucht 2 Einheiten. Zwergenslayer. So, okay, wunderbar. Machen wir demnächst. Bewegt einen beliebigen Charakter in diese Region, Argendorf. Ja. Dürfte ja dann reichen, wenn wir hier jetzt sind, oder? 1500, wunderbar. Gewinnt die folgende Schlacht mit der Armee von Thorgrim Gröllwart, die Drachenkrone von Kara. Okay, mit Thorgrim müssen wir hier die Schlacht gewinnen. Nichtsdestotrotz, gehst du erstmal wieder zurück, bitte. Beziehungsweise, Moment mal, Barak Dings gehört doch auch mit dazu. Renkerhügel, klar. Ich meine, solange da nichts kommt, kann man die hier schon mal runtersetzen. Erhöhen sie ja trotzdem die öffentliche Ordnung etwas, beziehungsweise verringern die Reduktion davon. So. Meine Freundin, du darfst etwas sprinten. Ich überlege gerade, ob wir den hier in die Festung zurückziehen. Komm schon. Okay, müssen wir hier in die Nähe. Ich will hier in die Nähe, dass er irgendwie versuchen kann, den denn, wenn denn mitzunehmen. Wobei der hier wahrscheinlich gleich runterrennen wird in die Burg. Da haben sie das Ding auch geholt. Du solltest auch eventuell lieber in die Burg zurück. Das kann ich hinten nicht hin, weil der ein Hügel ist oder was. Jetzt braucht er 2 Runden. Dein Ernst jetzt? So, Quark. So, alles in den Provinzhauptstädten. So, weil wir hier oben was haben. Nehmen wir die öffentliche Ordnung. Und einen Fähigkeitenpunkt. Für wen auch immer. Nehmen wir erstmal das Marschieren. So, mehrere Punkte. Ja, dann kriegt er auch noch die Plattenrüstung, wie auch immer. Ach, okay. Der neue Kollege da. So, du Sau, Alter. Aber es sieht relativ ausgeglichen aus. Ach, verdammt, genau, hier sollte ich ja mal versuchen, die Armeen demnächst irgendwie ein bisschen am Vorkommen zu hindern. Das war nicht verkehrt. Dann sollten wir noch ein bisschen ein Handelsabkommen eventuell abschließen, dass wir durch den Handel noch ein bisschen was... Geld gut machen. Ah, wunderbar. Tatsache, der reitet runter. Ne? Winde der Magie. Okay, die interessieren uns nicht. Ist wieder zum Dienst bereit. Das ist sehr schön. Wir sind ziemlich geschwächt. Wir werden den Kollegen mal hier angreifen lassen. Soll er kommen? Genau, machen wir das so. Theoretisch könnten die ein paar Zwergenslayer rekrutieren. Sascha von Karstein, Vampir. Zelda Jäger, auch ein Vampir. Und Manfred von Karstein.
Okay, die verlieren hier auf dem Boden aber Einheiten. Problem ist, zwei Runden werden sie es hier nicht mehr schaffen wahrscheinlich. Ja, wir können ja nichts bauen. Das Gebäude braucht noch zwei Runden, bis es fertig ist. Gut, da schauen wir erstmal. Und wir werden hier erstmal Torgrim weiter nach oben ziehen. Okay, dadurch, dass man bewegt haben, passt da gerade nichts mehr. So, wie sieht's mit dir aus? Erstmal nehmen wir euch hier runter. Beziehungsweise, warte mal, wo stehen die anderen beiden? Die stehen hier. Das hier ist auf jeden Fall die definitiv stärkere Armee. So, pass auf, machen wir einmal so. Was brauchen die denn da unten? 4 Grollschleudern haben sie, ist theoretisch in Ordnung. Bergwerker nicht, dann nehmen sie die noch mit. 13 sind 14. 15. 16. 17, 18. Ach, was mache ich denn? Nee. Moment. Falsch rum. Was mache ich denn hier? So, pass auf. 1, 2. Bauen ein paar Nahkämpfer weniger. Kriegen wir noch hier die Armbrustschützen. So sieht es nämlich aus. So, und ihr werdet jetzt Richtung hier drüben marschieren. Ich hoffe, dass wir mit denen hier vorwärts kommen. Und nicht allzu viel Land bzw. Einheiten jetzt verlieren sollten. Geh jetzt bitte in die Festung. Kannst du noch was rekrutieren? Nee, kannst du nicht. Klar, weil hier gibt es nichts mehr, mit dem man rekrutieren könnte. Das extrem für den Arsch. Oh, hier fängt die Korruption schon an. Da passiert nichts mehr. Der Todesklamm. Machen wir das Hauptgebäude einmal. Gerade oben ist da oben. Ja, Wachstum im Gebiet ist auch nicht wirklich verkehrt. Wobei wir die öffentliche Ordnung hier auf jeden Fall demnächst mal ein bisschen pushen sollten. Können wir theoretisch abreißen. Ja, wobei hier ist... Nö, da können wir demnächst die öffentliche Ordnung hochziehen mit. Sollte also auch passen. So. For the wisdom of the layer. So, die Frage ist, ob die Zwerge rechtzeitig da sind. So. Kollege könnte theoretisch hier unten rum. Für den Notfall. Wenn man einfach mal unten rumschicken. Ja, was machen wir hier in Valaya's Light? Ist nur so grenzhaft mäßig. Ja, machen wir einfach ein paar Tore. Gar nicht schaden, außer fürs Portemonnaie. Ready. Time for a reckoning. Torgrim soll ja theoretisch noch da. Dann werden wir mal gucken, dass wir die hier nach oben ziehen wieder. Dann quasi mit Torgrim wechseln. So, der bleibt da, der Kollege. Rekrutieren ist nicht. So, und der wird hier links dann rüberziehen. In der Zeit Zwergenslayer und so weiter engagieren. Zwei Einheiten und Gyrokopter sollte er auch, weil ich weiß bloß gerade gar nicht, ob es fürs Buch des Grolls war oder so. Aladin brauchen wir nochmal hier, Aldin. Aladin, mein Freund, komm mal her und zeig mal Sato Reel, der ewige Beobachter. Das ist der. Und das ist er,
Der große Dämon der Zeit. So. Geht nicht. Ihr verfügt nicht über die für diese Fähigkeiten die nötigen Gelder. Okay, dann belassen wir das. Aber wir können ihn ja so ein bisschen der Armee hier hinterherziehen. Und belassen das dann dabei. Ich hoffe nicht, dass uns die Chaos-Einheiten unten jetzt böse aufreiben. Das heißt, ich werde auf jeden Fall im Südwesten an der Küste entlang eine dicke Armee platzieren. Das ist ein bisschen unwunderbar. Die Vampire sind an uns vorbeigezogen. Tup, 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 tup. Da torkelt er hinterher. Nein, du kommst schon hier. Zeig mir, was du drauf hast. Oder auch nicht. Von mir aus kannst du es auch ruhig ein bisschen einfach machen, KI. Naja, der Schwierigkeitsgrad ist ja immer noch... Was heißt immer noch? Auf normal, logischerweise. So, wunderbar. Und die greifen auch da unten. So, wenn wir schon hier oben sind, bei unserem Aladdin gerade. Nee, warte mal, warte mal. Wenn wir jetzt gerade mal die Kohle haben... Warum kann ich auf den kein Attentat? Weil die Erfolgschancen zu gering sind. Naja, denn... Wie sieht's denn mit dem aus? Haben wir auch bloß... Pussy 30%. Naja, vielleicht haben wir ja das Glück. Gescheitert, na klar. Gut, weiter ist aber nicht passiert. Er lebt noch. Immerhin schon mal ein bisschen Positives. So, wo will er denn hin, da? Das dauert hier noch eine ganze Runde. Plus 6, die öffentliche Ordnung, sehr schön. Und dann können wir den erstmal ohne Armee da stehen lassen. Jetzt hier weiter zu dir, mein Freund. Wo verläuft denn hier die Grenze? Ich sehe es gerade gar nicht. Können wir denn schon mit ihm rekrutieren? Es waren 2 Einheiten Zwergenslayer. Gyrokopter haben wir da auch drin. Okay, aus irgendeinem Grund scheinbar passt es gerade nicht. Zack, porte dich mal dahin. Und mit ihm könnten wir auch theoretisch versuchen, darüber zu kommen irgendwie. Okay, hier zwischen den Bergen passt es definitiv nicht. Vielleicht können wir aber, wenn wir ihn hierhin bewegen, ne, hier hinten werden keine großen Punkte sein, wo er hin könnte. Da oben drauf glaube ich auch nicht. Warte mal, wir versuchen mal was anderes. Sprinte mal bitte. So, du kommst nämlich dahin. Ich will nämlich versuchen, Karadromar einzunehmen. Und dann mit der Armee zu halten. So. Hier geht's weiter jetzt mit euch. Ihr Lumpengesichter. So. Jetzt mit euch hier einmal in den Süden, bitte. So, ohne Sprinten. Nein, Mann! Was ist denn das hier? So, ihr nehmt das bitte ein. 1600, braucht 15. Ist eine ganze, ganze Menge, was an Soldaten brauchen. 1900 ist zu teuer. Wir werden erstmal warten, bis sie sich da erholt haben. So, wieso geht das jetzt hier nicht? Wahrscheinlich, weil wir das Hauptgebäude noch nicht haben. So, und die Armeen werden dann gleich zusammenziehen. So, der belagert hier, wie es aussieht.
7. Der andere verzieht sich hier ins Schiff. So ein Penner. Let us begin. Muss ich auf jeden Fall aus diesem schlechten Gebiet mit raus. Setzen wir ihn hier auf die linke Seite. Eventuell kann er dann auch rüberkommen. Hier müssen wir definitiv was rekrutieren. Das Problem ist, dass die Rekrutierungen dann ziemlich lange dauern. Wir brauchen Nahkämpfer und die sind ziemlich teuer. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube zwar nicht so ganz, aber eventuell haben wir ein bisschen Glück. So, da können sie nicht angreifen, aber wir haben noch ein paar Runden Zeit. Die müssen dann die Belagerung abbrechen, wenn sie daran wollen. So, mein Freund. Die werden mit dem Booten wahrscheinlich gleich hier irgendwann die Küste wollen. Und da werden wir ihn mal dahin ziehen. Oh, und das dürfte es auch schon fast gewesen sein, oder? Plus 6. Hier steigt alles, was so die öffentliche Ordnung und so weiter angeht. Finde ich sehr angenehm. Geld haben wir nicht. Und unsere Armeenkosten sind momentan auch ziemlich... Ja, hier müssen wir dann auch runter und das Ganze wieder aufbauen. So, den haben wir auch bewegt. Weiter geht's in der Runde. Beziehungsweise wir gehen mal in die nächste Runde. Ja, was die Vampire da oben machen, frage ich mich allerdings noch. Weil die scheinen sich da erstmal zu verziehen. Nanu. So, mal gucken, ob sie uns weiter attackieren. Okay, wo will der hin? Aufs Menschengebiet? Das Imperium Unwiesenland. Fraktion des Imperium konnte durch gerissene Diplomatie oder gar Einschüchterung der Fraktion Wiesenland zu einer Union bewegen. Sehr schön. Aha. Okay. Dann kommen aus Eisengoldminen Stein als wunderbar. Braucht noch eine Runde. So, dann werden wir das mal hier in einer Stufe höher ziehen. So. Die Frage ist, wo die Eierköpfe jetzt mit dem Schiff hinwollen. Befinden sich auf jeden Fall ziemlich weit links. Kann man das irgendwie sehen? Kann man nicht... Ich will jetzt ungern so viele Armeen hier runterschicken. Die eventuell gleich da oben irgendwie anlegen. So, wir können ja mal gucken, was die Chancen so sagen. Moment, gehen wir einfach mal auf Minus. Was? Oh, lol. Na los. Automatisch generieren. Wie viel Geld habt ihr? 1100, nehmen wir mit. So, wunderbar. Komm, gleich nochmal. Was geht denn hier ab? Und gleich nochmal hier. Kaputt machen den Eierkorb mit seiner Streitmacht. So, sehr schön, dass wir es erstmal hier versucht haben. Nochmal 978, die nehmen wir auch gerne mit. Zack. Wunderbar, Widerstandstrank. Und wir werden jetzt... Wir spielen. Wie groß ist denn die Armee hier oben? Die ist auch voll. Wenn wir hier runterziehen. Und das Grundstück hier hinten zurückholen. So, die haben dann noch eine Runde Zeit. Die sind dort verfahren am Hafen. Beziehungsweise verharren da. Warte mal, wo können die denn...
Können hier an Land gehen. Oder bis hier nach oben zum Steinminenturm. Ich bin ja dafür, dass wir die hier zurückholen. Steinminenturm, Steinminenturm. So. Okay, die Tore können wir noch nicht ausbauen. Da fehlt uns. Achso, nee, es gibt bloß Stufe 2. Dann nehmen wir den Hafen, würde ich sagen, um das Einkommen zu regenerieren. Generieren, wie auch immer. Ja, wirklich viel bleibt hier nicht mehr übrig. Ach, verdammt. Ich habe mein Geld verpeilt. Ich wollte doch. Ich wollte doch Zwergenslayer holen. So, der kommt da runter.